Jeder kennt den altbekannten Spruch, zu Hause ist es am schönsten. Und ja, zu Hause ist es nun mal schön. Wir haben alles, was wir brauchen. Bilder, Wertsachen, diverse Elektronik, Schmuck und so weiter. Das alles ist aber nun mal nicht nur für uns schön, sondern leider auch für ungebetene Gäste, die meistens unaufgefordert und eventuell sogar ohne unsere Kenntnis in unser Heim eindringen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die meisten Einbrüche zwischen 6 Uhr morgens und 6 Uhr abends passieren? Nämlich genau dann, während man in der Arbeit ist, in der Schule oder sonst irgendwo. Dass die meisten Einbrüche nachts passieren, entspricht nicht ganz der Wahrheit. Schließlich ist dann jemand vor Ort und das Risiko, erwischt zu werden, ist um einiges höher. Und damit hallo Freunde, in diesem Video stelle ich euch ein paar Tricks vor, wie ihr euch am besten vor Einbrechern schützen könnt und auf welche Sachen ihr achten müsstet. Viel Spaß! Nummer 1. Eine einfache Schnur. Bevor ein erfahrener Einbrecher wirklich in ein Haus steigt, verbringt er Tage, wenn nicht sogar Wochen, damit die Routine der anderen Person und das Haus genau zu studieren. Sie wissen also genau, wann du weg bist und wann du zu Hause bist, zum Beispiel für die Arbeit, fürs Gym oder übers Wochenende halt feiern. Das machen diese meistens durch zum Beispiel Beschattung oder eben auch durch das Befestigen einer einfachen hauchdünnen Schnur, die kaum zu sehen ist und in zwei Teile geteilt wird, sobald man die Türe öffnet oder schließt. Klar, man könnte jetzt denken, wie kann man denn sowas nicht sehen? Aber ich meine, wie oft schaut ihr euch bitte in eurem Eingangsbereich um? Vor allem, wenn man seine eigene Türe bestimmt schon über 10.000 mal auf und zu gemacht hat, irgendwann achtet man da einfach nicht drauf, sondern das ist einfach nur normale Routine. Deswegen solltet ihr mal zufälligerweise irgendwie eine Schnur vorfinden, die vor eurer Tür liegt, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen. Nummer 2. Türe absperren, Fenster schließen. Auch wenn das ein wenig makaber klingt, sind viele Menschen Opfer eines Einbruchs, da sie zum Beispiel in einer ruhigen und friedlichen Nachbarschaft wohnen und deshalb gut und gerne mal ihre Türe nicht absperren, die Gartentür offen lassen oder schlichtweg die Fenster nicht schließen, sondern gekippt oder gar offen lassen. Wenn jetzt ebenfalls noch ein Sichtschutz auf dem Gelände steht, sei es ein hoher Zaun oder sonstiges, können Nachbarn auch keine verdächtigen Aktivitäten bemerken. Also denkt immer daran, schön die Türen abschließen, ansonsten zahlt die Versicherung nicht. Nummer 3. Ein Home Security System oder einfach Attrappen. Das sicherste und effektivste Mittel, um sich nach wie vor gegen Einbrecher zur Wehr zu setzen, sind einfach Kameras und ein Alarmsystem, welches man eben mit einem speziellen Code deaktivieren oder aktivieren kann. Denn kein Einbrecher würde ein solch erhebliches Risiko eingehen, erwischt zu werden und geht lieber eben zum nächsten Haus, was nicht ganz so gut geschützt ist. Da das Ganze aber leider nicht sehr billig ist, gibt es eben auch wesentlich günstigere Alternativen, nämlich Attrappen, um sich selber auch mehrere tausend Euro sparen zu können. Beispielsweise kann man sich einfach Kameratrappen anschaffen oder schlichtweg Schilder an sein Grundstück befestigen, auf welchen steht, dass das Haus unter 24-stündiger Überwachung steht, auch wenn dem gar nicht so ist. Um dem Ganzen jetzt eben noch mehr Ausdruck zu verleihen, kann man sich auch eine Art Fake Home Security zulegen, die den Anschein erweckt, dass alles überwacht ist, obwohl letzten Endes nur eine kleine rote Lampe durchgehend blinkt und eben die Funktion der Kamera quasi faked. Oder man kann auch einfach ein Schild aufhängen, auf welchem geschrieben ist, dass hier ein Hund vor Ort ist und über das Gebäude wacht. Die meisten Einbrecher schreckt das nämlich ab und sie werden sich ein neues Ziel suchen. Aber halt nicht euch. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao.